Ahoi, ihr Lieben. Nach 117 Tagen ist sie wieder zurück in Hamburg nach ihrer Weltreise, und zwar Aida Ma. Südamerika, Australien, Afrika wurden unter anderem angelaufen, und es waren insgesamt 37 Häfen, und irgendjemand hat ausgerechnet, wie lang die Strecke war, und zwar 64.080 Kilometer. Ja, und nun würde man denken, ja, so eine Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff, das machen in erster Linie diejenigen, die ganz viel Zeit haben, und das sind natürlich dann in erster Linie normalerweise Rentner, aber von wegen. Es war nämlich auch Noelle aus München gemeinsam mit ihrem Freund Markus dabei. Und die beiden, muss man sich mal vorstellen, waren keine 30, als sie diese Reise gebucht haben. Ja, und da interessiert mich natürlich ganz besonders, wie es den beiden gefallen hat. Hallo Noelle. Hallöchen. Also, wir zeichnen das Ganze jetzt ja auf, 3 Tage schon nach der Rückkehr. Hast du dich jetzt zu Hause schon wieder, oder habt ihr euch zu Hause jetzt schon wieder eingelebt? Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin ganz froh, dass niemand sieht, wie es hier aussieht. Es sieht ganz, ganz schlimm aus, weil wir hatten ja unsere halbe Wohnung auch ausgeräumt. Jetzt haben wir noch überall Kisten rumstehen. Also was das angeht, auf gar keinen Fall. Ich glaube halt leider, dass der Alltag sehr viel schneller wiederkommt, als einem das lieb ist. Aber ich versuche trotzdem noch so ganz doll die australische Sonne gerade so in meinem Herzen zu behalten und so ein bisschen den Vibe auch wieder mit nach Hause zu nehmen, genau. Ich war ja auch gerade auf Reisen und da in Thailand, und es war so schön warm, und jetzt kommt man zurück und denkt so, oh, wo sind wir hier gelandet, ne? Aber deutscher Winter ist, als wir in Hamburg angekommen sind und die 10 Grad Nieselregen, das hat mir direkt ein bisschen die Stimmung verhagelt, aber naja, na klar. Hat zum Glück die Sonne geschienen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da morgens hinfahre, weil ich ja schon wusste, ich habe wahrscheinlich Jetlag. So, und dann konnte ich aber auf der Webseite von Hamburg Cruise Gate, da stand sowohl Steinwerder als auch Altona würde sie ankommen, was natürlich nicht geht. Und dann dachte ich, ach komm, um 8 Uhr, und dann ließ sich das nicht mehr klären. Und dann habe ich gedacht, na komm, dann mache ich es nicht. Und dann habe ich gelesen, sie war auch schon 5:45 da morgens. Ne? Also. Ja, schon richtig früh, genau. Also waren schon da. Und wir hatten dann auch in Steinwerder angelegt, weil wir eben aufladen und so. Also das war auch alles nochmal hin und her, aber das hatten wir Das ist ja jetzt nur eine Reise, die die meisten von uns in so einer Länge, mich eingeschlossen, noch nie gemacht haben. Wie erholt fühlst du dich jetzt so? Ist das überhaupt, ja, hat man da so einen Erholungseffekt? Ja. Auch schwierige Frage. Es ist kein Urlaub. Also man kann das nicht vergleichen mit so 2 Wochen Mallorca oder so. Ich fühle mich nicht erholt in dem Sinne, dass ich denke, oh ja, ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen gefaulenzt. Was das angeht, sind wir tatsächlich sogar ziemlich ausgelaugt, weil es einfach so viel war, was wir gesehen haben, und so viele Emotionen und Erlebnisse und so. Das wird auch, glaube ich, noch eine ganze Weile irgendwie so in uns arbeiten. Deswegen, was das angeht, nicht. Aber das war wirklich für mich die erste Auszeit meines Lebens. So. Also ich war noch nie während des Studiums irgendwie länger weg, und ich habe auch mir danach keine Auszeit genommen. Und ich dachte so, boah, jetzt werde ich 30, dann muss ich das dann auf jeden Fall mal machen. Deswegen, also ne, eher so, dass man wirklich mal so lange weg war. Unvorstellbar vorher, wie lange 4 Monate sind. Es gibt natürlich einiges zu besprechen, und ich habe auch nochmal bei Facebook und bei Instagram gefragt, da habe ich auch nochmal einige Fragen bekommen, also danke auch schon mal an euch. Ja, so eine Weltreise in so ganz jungen Jahren, ich habe es natürlich vorher schon gesagt, das ist natürlich total ungewöhnlich. Jetzt hättet ihr ja auch sagen können, Mensch, Weltreise, schön und gut, hättet ihr auch per Flieger zum Beispiel machen können. War das auch für euch vorher eine Option? Tatsächlich gar nicht. Also wir hatten diese Diskussion auch vorher schon öfter, dass ja auch viele gesagt haben, so also eine Weltreise macht man nicht mit einem Kreuzfahrtschiff. Ich bin ja sowieso schon ganz, ganz lange passionierte AIDA-Fahrerin. Meine Mutter hat mich also wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich inzwischen gefahren bin. Ich werde immer von meinen Eltern mitgenommen, das ist ganz schön. Deswegen, und als ich dann halt 2017 erfahren habe, dass sie diese Weltreise anbieten, war das natürlich schon mal so, das will ich auch irgendwann machen. Und für uns hatte das jetzt halt auch total viele Vorteile. Also wirklich, wenn man mal überlegt, man muss alle Flüge selber buchen, das ganze Essen selber organisieren, dann um die Hotels sich immer kümmern. Ich glaube, das wäre nicht günstiger gewesen. Also wäre es nicht, Freunde von uns hatten das ja auch durchgerechnet, also Joshua und Tini, mit denen wir unterwegs waren. Und es wäre halt auf jeden Fall nicht stressfreier gewesen. Und für uns war es halt ganz wichtig, wirklich einfach mal in dem Sinne die Beine hochlegen zu können, also sich um nichts kümmern zu müssen, so wirklich nicht putzen zu müssen, nicht einkaufen zu müssen, gerade auch nach Corona. Also deswegen war was anderes für uns eigentlich nie eine Option, und es war natürlich auch so, 4 Monate sind relativ lang, aber wenn man das jetzt irgendwie selber organisiert, ne, in 4 Monaten kommt man nicht so schnell so viel rum. Deswegen, also war es für uns eigentlich so Win-Win. Wir sind viel rumgekommen, es war verhältnismäßig nicht so teuer, und natürlich musste ich mir auch Urlaub nehmen, deswegen, um dann mal zu sagen, ich bin dann mal ein Jahr weg, ist natürlich nochmal ein bisschen anders, ne, als bei 4 Monaten.
Naja, genau. Du hast das auch an vielen Stellen schon erzählt, weil das natürlich viel gefragt wurde. Du hast quasi unbezahlten Urlaub genommen. Markus ist selbstständig. Wobei man ja immer sagen muss, das finde ich bei den AIDA-Weltreisen ganz spannend. Viele andere Weltreisen fangen so kurz vor Weihnachten an. Da ist ja dann normalerweise der Urlaub schon weg. Die AIDA-Weltreisen, die so Ende Oktober anfangen, das kann ich so timen, dass ich sage, ja, ich nehme im krassesten Fall 6 Wochen quasi das alte Jahr und dann 6 Wochen Urlaub im neuen Jahr und dann ist gar nicht mehr so viel Lücke dann am Ende da. Hast du das so gemacht in der Art, oder? Nee, das geht bei mir tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich alle, die irgendwie in Agenturen arbeiten oder so, die wissen, mit Urlaub ist das da nicht so. Also bei uns ist es auch klar, können wir irgendwie ne, ganz flexibel das alles machen. Aber wir dürfen eigentlich offiziell nur 2 Wochen am Stück nehmen, einfach, ne, weil sonst alle anderen das ausbaden müssen. Deswegen, das ging gar nicht und ich habe auch nicht so viel Urlaub, dass das hätte funktionieren können. Deswegen war das mit dem unbezahlten Urlaub für mich eigentlich nur die einzige Option, die ich hatte. Und ich habe aber auch bei anderen, also es waren ja auch noch ein paar in unserem Alter dabei und da habe ich auch andere gehört, die das genauso gemacht haben, ne? Also die sich ihren ganzen Jahresurlaub genommen haben und die das dann so gemacht haben, auch mit Überstunden und sowas alles. Das gibt es in Agenturen natürlich auch nicht, deswegen konnte ich da auch nichts ansammeln oder so. Deswegen war das für mich die einzige Möglichkeit, aber ne, wie du ja sagst, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da vielleicht irgendwie an so viel Urlaub auch zu kommen. Wie ist es dann für Markus als Selbstständigen gewesen, von unterwegs zu arbeiten? Er hat gesagt, ich soll sagen, es war eine Herausforderung. Ja, also mal so, mal so. Ich meine, weil er liebt ja seinen Beruf. Ne? Für ihn war das jetzt keine Strafe oder sowas, während der Reise arbeiten zu müssen. Das verstehen ja auch immer viele nicht, ne? Wenn er dann irgendwie vielleicht sogar mal einen Hafen verpasst, was zum Glück nicht oft vorgekommen ist. Aber er liebt halt einfach, was er macht. Und deswegen war es für ihn auch kein Problem, das mitzunehmen. Aber mit dem Internet war das natürlich manchmal so eine Herausforderung, wie gesagt. Ja, ja, klar. Also da sind wir noch ein bisschen von entfernt, ne? dass man da wirklich, wirklich smooth sozusagen online arbeiten kann. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen so eine Sache. Ja. Naja, jetzt, also ich glaube, in der Theorie, weil nur noch kurz dazu, in der Theorie ist es, glaube ich, alles machbar, in Anführungsstrichen. Ich meine, jetzt wollen ja auch alle auf Starlink umsatteln. Deswegen, ich habe da Hoffnung für die nächsten Weltreisen, dass es den Reisenden da ein bisschen besser ergeht als uns. Genau, aber ich meine, mal geht's besser, mal geht's schlecht, aber wir hätten uns, glaube ich, generell gewünscht, dass es ein bisschen besser funktioniert, aber zwischendurch konnten wir sogar Netflix gucken, also es war sehr unterschiedlich. Ja, Donnerwetter. Das hat uns auch, es war, ja, das war ganz verrückt. Jetzt habe ich ja auch ganz viel mit so Hardcore-Kreuzfahrt-Fans zu tun und die sind immer ganz entsetzt, sobald ein einziges Wort fällt und dieses Wort lautet Innenkabine. Ihr habt nun ausgerechnet, wo ich immer sage, Mensch, ist schön dunkel, kann man gut drin schlafen. Aber ihr habt wirklich jetzt 4 Monate in einer Innenkabine gewohnt. Da würde man ja sagen, vielleicht, naja, für eine Woche vielleicht ganz okay. Aber wie war das jetzt so 4 Monate so? Und die sind ja bei AIDA also, eher klein auch. Also, um nochmal ganz kurz auszuholen, wir haben Corona, also die ganze Zeit mit Homeoffice in einem Zimmer verbracht. Deswegen hat das uns echt nicht geschockt, als wir gehört haben, ne, irgendwie 13 Quadratmeter, das war schon ein Heimspiel. deswegen, also uns hat das einfach so schon nicht geschockt, weil wir wussten, wir funktionieren ganz gut, wir ziehen uns beide irgendwie Kopfhörer auf und dann ist das auch gut. Und es ist ja auch so, man verbringt da auch einfach echt nicht so viel Zeit drin. Ne? Also, wir haben ja wirklich viel erlebt und viel gehört, auch auf der Reise von anderen. Da meinten auch welche, nee, es wäre eine komplette Zumutung. Aber eigentlich fast alle, die wir kannten, hatten eine Innenkabine, weil man muss halt auch einfach mal überlegen, irgendwie möchte ich die Reise machen und gebe dafür, ne, also wie wir jetzt irgendwie das Minimum aus, was irgendwie ging, oder will ich halt wirklich das Dreifache ausgeben, was dann wirklich Gegenwert für Neuwagen ist oder so. Da muss man halt einfach überlegen, was einem wichtig ist. Und uns war klar, also wir geben da keinen Euro mehr aus als unbedingt nötig und uns reicht die Innenkabine auf jeden Fall dicke. Es war auch mit dem Platz gar kein Problem, also wir dachten vielleicht so, huch, ne, weil mit dem einen Schrank oder so, dass das Problem ist, aber gar nicht, also kann ich nicht sagen, Innenkabine war super. Also du hast schon angedeutet, es waren durchaus noch ein paar andere auch in eurem Alter so an Bord? Ein paar. Ein paar. Genau, es waren ein paar. Es waren nicht ganz so viele. Also ich kann ja vielleicht dazu sagen, die Crew hatte mal ganz am Anfang gesagt, der Altersdurchschnitt liegt bei 72. Ja, also hui, das war schon sehr hoch, weil ich denke mir dann, selbst wenn meine Eltern irgendwie als junge Hüpfer dann durchgehen, ne, so dann weiß man, wie hoch der Altersdurchschnitt war. Es waren wirklich sehr wenig, jetzt so, ich sag mal, also es waren sogar auch ein paar Teenies dabei, was ich echt nicht gedacht hätte, weil ja doch Schule und so, ne, aber die haben das sogar auch auf dem Schiff irgendwie geregelt. Und dann so zwischen 18 und 40 waren es vielleicht so, ich weiß echt, also am Anfang hieß es mal 40, unter 40. Ich weiß nicht genau, ob das dann auch während der Reise so war. Es waren wenige, aber wir hatten so unsere schöne kleine knuffige Runde und waren damit auch sehr, sehr happy.
Ja, das ist ja immer der Punkt. Ich finde, man muss gar nicht unbedingt ohne Ende jetzt Leute kennenlernen, aber wenn man so eine gewisse Runde hat, ist das so, dass ihr auch welche, dass ihr auch Ältere quasi auch mal kennengelernt habt, so auch mal Kontakt aufgebaut habt? Oder weil das muss ja normalerweise, das Alter ist ja erstmal noch kein, ist ja noch kein Ausschlusskriterium, dass es nette Leute sind, ne? Nö, gar nicht. Also wir hatten einen U40-Treff, da ist man natürlich direkt auch eher mit den Leuten so in seiner Altersgruppe in Kontakt gekommen, was auch super funktioniert hat. Aber auch auf Ausflügen und so lernt man ganz viele Leute kennen. Es war ganz witzig, weil nämlich auch quasi Freunde von meiner Mutter mit an Bord waren, die die Reise gemacht haben. Und auch über die Gruppe haben wir da nochmal ein paar kennengelernt. Und ich muss sagen, wir hatten auch einfach einen lustigen Flur. Da waren alle lustigen Leute in unserem Flur. Und dann wirklich, also man hat auch ständig hier Hallo und da. Und also da haben wir auch viel mit anderen gequatscht, nicht nur in unserem Alter, auf gar keinen Fall. Ich muss halt sagen, also so mit den ganz Alten, sage ich mal in Anführungsstrichen, da war einfach so ein bisschen mehr Barriere. Also da hatte man, glaube ich, einfach weniger zum Quatschen. Und weil halt wirklich so dieses, ne, in den Gesprächen kam dann oft, dass man so gemerkt hat, das passt einfach nicht. Aber auch andersrum, dass wir wirklich so ältere Ehepaare hatten, die so meinten, ja, sie machen das jetzt zum dritten Mal, auch in der Innenkabine, deswegen können sie es jetzt auch zum dritten Mal machen und so, ne. Das fanden wir auch total toll. Also da kommt, also, ne, jeder, der AIDA fährt, der weiß ja, man kommt mit anderen ganz super schnell in Kontakt und da ist das Alter eigentlich auch wurscht. Ja, na klar. Ich kann mir vorstellen, so bei 117 Nächten, dass der Kontakt, den man so zu einigen Crewmitgliedern aufbaut, vielleicht auch ein bisschen näher ist, als wenn man so eine Woche nur an Bord ist, oder? Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin schon oft AIDA gefahren, aber ich glaube, ich hatte eigentlich nie irgendwas mit jemandem von der Crew zu tun. Ich bin auch keine Geherin zu den Aktionen. Also, Shuffleboard habe ich noch nie gespielt. Das war nur mein Haupt. Aber, also, ne, gerade mit den GastgeberInnen, also, ich weiß nicht, ob das schon jemand gesehen hat, aber so gerade mit dem Niklas waren wir super viel unterwegs. Mit der Julia waren wir super viel unterwegs, die da, ne, die ganzen Aktionen an Bord gemacht haben. Und an Land waren wir dann mit denen unterwegs, weil ich glaube, die waren auch ganz froh, ne, dann Leute in ihrem Alter zu haben, mit denen sie was unternehmen können, wenn sie dann auch mal frei haben. Deswegen, also mit denen hatten wir auch super viel Kontakt, viel, viel mehr als auf einer normalen Reise. Ja, na klar. Eine spannende Frage ist ja, wenn man jetzt weiß, okay, man macht so eine Reise, habt ihr euch dann wirklich auf die einzelnen Häfen vorbereitet oder habt ihr auch mal gesagt, so, lassen wir entweder auf uns zukommen oder das planen wir dann, während wir unterwegs sind? Also Markus hat meine Planung auf sich zukommen lassen, aber ich hatte ja 1,5 Jahre vorher gebucht, habe noch ein bisschen abgewartet wegen Corona, aber dann habe ich eigentlich gefühlt ein Jahr nur durchgeplant, wo auch super viel Zeit drauf gegangen ist. Das würde ich tatsächlich auch nicht nochmal so machen. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Leuten gesagt, die jetzt bei der nächsten Weltreise dabei sind, plant nicht zu viel, weil, ne, also klar, so die Highlights, die man sehen will und so, die sollte man sich auf die Liste schreiben. Aber wir waren von den Ausflügen, die wir im Voraus gebucht hatten, eigentlich oft enttäuscht, weil es einfach zu viel Durchgehetze war. Und man lernt ja so viele Leute kennen, denen man sich dann irgendwie spontan anschließen möchte. Oder man erfährt noch irgendwie von was vor Ort, was man unternehmen kann. Deswegen, also ich würde da auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen, ne, das alles ein bisschen lockerer angehen. Deswegen, also die Planung vorher, das war zwar schön und gut, hätte ich mir aber viel von sparen können. Okay, habt ihr auch mal Reedereiausflüge gebucht? Ja, aber ganz, ganz selten. Also wir gucken da halt natürlich auch immer auf den Preis viel, ne, weil wir so ein bisschen, ich sag mal, Klar. low-budget-mäßig unterwegs waren, soweit es ging. Aber wo halt nichts anderes ging, also wir waren ja zum Beispiel in Puerto Montt, waren wir raften und das wäre auch nicht anders gegangen, weil wir hatten halt geguckt und die Zeiten haben aber nie gepasst, weil man da auch noch hinfahren musste und so. Und es ist dann natürlich schön bequem, wenn man sich einfach, ne, man steigt einfach in den Bus und alles ist schon organisiert. Aber das war wirklich ganz, ganz wenig, weil wir da oft aufs Geld geguckt haben und dann war es einfach andersrum günstiger. Puerto Montt, sagst du gerade was? Da war ich ja ganz, ganz, ganz kurz vor Corona. Also Ja. Chile hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ja, doch, auch total. Also auch dieses ganze Patagonien da unten, das war einfach wunderschön. Auch Ushuaia. Also in Puerto Montt, da ist es ja auch so, dass da ganz viele Deutsche auch leben und dann irgendwie man fährt da vorbei und dann steht da Bäckerei und man denkt sich so, eine Bäckerei. Nee, und dann Endlich. irgendwie die Vulkane da, ne, und der Schnee und auch diese Flüsse. Also ich dachte immer so viel Schönheit irgendwie in der Natur, ist wirklich, ja, kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, man ist ja bei so einer Reise in so einer Innenkabine bei ungefähr vielleicht so Pi mal Daumen 15.000 Euro pro Person. Jetzt wissen wir aber ja alle, Kreuzfahrt allein ist nicht nur der Reisepreis, sondern am Ende kommt da auch noch ein bisschen dazu. Hast du vielleicht mal so eine Größenordnung, wo man Ja. dann ungefähr landet vielleicht? Also die Frage kam ja öfter und ich mache auf jeden Fall auch nochmal so einen Kassensturz. Ganz genau kann ich es jetzt noch nicht sagen. Bei uns war es Ach ja so, so, genau, vielleicht hier nochmal. Kassensturz.
Schon kurz schon mal zur Erklärung, was ich am Ende nochmal sage. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, wo ihr schon die ganze Zeit darüber berichtet habt. Das schon mal als Erklärung, Link gibt's nachher. Also du machst da nochmal einen Kassensturz-Video. Genau, da kommt das ja dann alles nochmal, genau, wenn dann die Kreditkartenrechnung kommt und so, dann kann ich da mehr zu sagen. Aber so ganz grob, also bei uns war es ja so, wir haben ungefähr 13.500 Euro pro Person für die Reise nur bezahlt, was ja, ne, 1.500 Euro ist nochmal ein kleiner Unterschied zu 15.000. Ja. Und deswegen, also ich glaube, dass wir ganz Pi mal Daumen so 20.000 pro Person ausgegeben haben. Das war auch so das, was wir anvisiert hatten. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz genau sagen, das werde ich dann nochmal sehen, aber wir waren schon sparsam, sag ich mal. Also wir haben, also für die Ausflüge, wir haben da alles gemacht, was wir machen wollten. Klar guckt man dann mal irgendwie so, ne, muss es jetzt der Helikopterflug sein? Den haben wir dann ja sein lassen, weil es uns zu teuer war. Ja. Aber sonst, wir haben alles gemacht, was wir machen wollten, und wenn dann das Teurere war, dann war es auch okay. Aber ansonsten haben wir nicht so viel ausgegeben. Also gerade an Bord haben wir da versucht, das möglichst gering zu halten. Was den Helikopterausflug angeht, kann ich dich beruhigen. Ich hatte sowas mal in Norwegen geplant und ausgerechnet an dem Tag war es zu windig. Also ist eh ausgefallen. Also insofern. Ja, ich meine, irgendwas muss ja auch noch bleiben für spätere Reisen. Ne? Ja, genau, genau. Die häufigste Frage, das häufigste Thema, was die Leute dann immer ansprechen, ist so, was, wie kann man sich das erlauben in den jungen Jahren? Ich finde einfach, dass das eine Frage ist, die man einfach nicht so stellt. Deswegen möchte ich einfach nur mal so eine Anregung geben, die jetzt mal zuschauen. Ich meine, wenn man überlegt, man ist vielleicht 20, so, und man spart jetzt jeden Monat 2.000 Euro, dann kann man irgendwie mit 30 die Reise machen. Ne? Außerdem muss man immer so ein bisschen überlegen, heute, wenn man in der Stadt wohnt, man hat nicht unbedingt ein Auto. Wenn man in der Stadt wohnt, dann sind Eigentumswohnungen oder Häuser mittlerweile so teuer geworden, dass das nicht mehr eine Option ist. So, dann kann man natürlich heute auch auf Weltreise gehen. Noel, noch eine andere Frage, die sich Kreuzfahrer immer stellen. Das hat mich hier gerade im Zuge jetzt hier mit der Weltreise, hat es mich besonders amüsiert, hat es mich wirklich. Es haben doch wirklich tatsächlich Leute gefragt, ob ihr ein Getränkepaket hattet. Hey, aber hatten ja ganz viele, also ist ja eine berechtigte Frage. Hatten viele, ja. Das ja, ist immer, dann, also dann hat die Reederei alles, dann hat die Reederei alles richtig gemacht. Weil umso länger eine Reise ist, umso weniger lohnt es sich eigentlich. Aber für mich lohnt sich sowas eh nicht. Ich durste dann lieber, nee, aber ich muss auch sagen, ich gehöre dann doch eher zu der Fraktion, die ihre Thermoskanne dabei hat und sich dann auch mal was mitnimmt. Da hat auch keiner was gesagt, ne? Also deswegen, aber also viele hatten halt ein Leitgetränkepaket, ne? Einfach so für die normalen alkoholfreien Sachen. Aber das ist halt wirklich, wenn man das hochrechnet auf die Reise, ne, das hat irgendwie 8 Euro pro Tag gekostet und das große 30. Also da muss man schon sehr viel trinken, damit das auch am Ende aufgeht. Und mein Plan war nicht vor, als Alkoholikerin wieder nach Hause zu kommen, deswegen hat das gepasst. Weil ich denke auch, dass man jetzt nicht so das Bedürfnis hat, vielleicht 117 Tage jeden Tag da Cocktails und Gin Tonic zu trinken, so, ne, falls überhaupt man sonst trinkt. Nicht. Nee, überhaupt nicht. Das hält man auch nicht durch. Nee. Bei so einem Altersschnitt von 72, das wollte ich vorhin schon gefragt haben, da kannst du ja die Anytime-Bar eigentlich fast geschlossen halten, oder? Ja, also Respekt an die DJs, die das wirklich krass durchgezogen haben. Ich weiß nicht, jemand, ne, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr auch, wie wir am Ende nochmal alleine in der Anytime-Bar getanzt haben. Oh! So, das war ganz schnuckelig, war ein intimes Ründchen. Nee, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt eh nicht so die allergrößte Partygängerin. Ich schlafe dann doch lieber und verbringe meinen Urlaub so. Aber man hält das einfach nicht so lange durch, ne? Auf einer 2-Wochen-Reise oder auf einer Wochenreise. Klar, rennen da alle immer und machen Party, aber bei uns waren die Partys schon generell nicht so ganz so gut besucht. Mhm. Genau. Also wir waren da auch, ehrlich gesagt, einfach auch oft nicht dabei. So. Ja. Wie bekommt man das denn jetzt so hin, dass so eine Reise jetzt nicht einfach so durchrauscht, dass man dann am Ende vielleicht der Reise gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich am Anfang gewesen? Habt ihr irgendwie Tagebuch geschrieben oder habt ihr euch da so vorher Gedanken gemacht, wie man das so am Ende ja verarbeitet auch so? Ja, ich muss sagen, mir hat das mit YouTube da total geholfen, weil, also ich habe ja vorher nie YouTube gemacht, ich hatte da auch gar keine Ahnung von und ich dachte mir nur so, boah, so eine Weltreise macht man nur einmal und da habe ich einfach Lust, das so mit Videos festzuhalten und mir war es am Ende, mir hat es total viel gebracht, dass auch einfach andere Leute wirklich von außen, die ich gar nicht kannte, immer auf die Videos gewartet haben, weil so hatte ich immer einen Ansporn, dran zu bleiben, weil für mich selber hätte ich das sonst einfach gar nicht gemacht und so bin ich dran geblieben, deswegen, es geht ja auch noch weiter, ich bin jetzt zwar schon wieder zu Hause, aber es geht natürlich noch weiter auf YouTube. Und es ist aber auch so, ich habe auch Reisetagebuch geschrieben, wie aber auch ganz, ganz viele andere auch. Also das war wirklich ein Projekt für ganz viele da. Da saßen immer alle auch im Brauhaus und haben fleißig an ihrem Reisetagebuch geschrieben. Mhm. Deswegen, das habe ich auch auf jeden Fall gemacht. Und da habe ich auch noch so ein paar Projekte, die ich jetzt halt nach der Reise plane, die auch in die Richtung vielleicht gehen. So. Naja, spannend. Und natürlich die Frage, die jeder auch wahrscheinlich stellt, wobei die wurde jetzt von den Facebook- und Instagram-Leuten nicht so gestellt, aber wo war es denn am schönsten?
Ja, die Frage habe ich heute erst vor 2 Stunden gestellt bekommen und es Ja. ist, also ich finde einfach immer keine Antwort darauf, weil man kann das so nicht sagen. Wir hatten auch immer Angst, also wir haben wirklich vorher miteinander gesprochen, wir haben immer Angst vor der Frage gehabt, so nach, wie war es denn? Weil was soll man da sagen? So, ne, Ja, das kann klar. man nicht in einen Es Satz ist zu packen. vielschichtig, Ja. ne? Ja. Ja, es ist so vielschichtig und es sind natürlich auch nicht nur die Destinationen, die wir gesehen haben, sondern es ist auch einfach dieses Miteinander. Ne? Wir haben wirklich die letzten 2 Tage nur geweint, weil wir uns alle so lieb gewonnen haben, auch einfach. Aber also wenn ich jetzt mal so in mich gehe und halt ein paar Ziele nennen müsste, die mich wirklich komplett aus den Socken gehauen haben, dann war das halt auf jeden Fall Kapstadt. Also ich habe immer gesagt, so mir platzen gleich die Augen, weil das einfach alles so schön aussieht. Das konnte ich Ja. mir niemals vorstellen. Und auch die Südsee, ich meine, klar, ne, man hat so ein Bild von Bora Bora und so, aber es hat mich komplett geplättet, ne? Was man da für Fische im Wasser sieht und so. Also wirklich total schön. Und ja, auch Chile und so. Also uns hat da total vieles total gut gefallen. Auch wir haben in Ushuaia eine Wanderung gemacht durch die Natur da. Also es gibt so viel Schönes, aber es gibt auch manche Sachen, die man sich schöner vorgestellt hat. Also zum Beispiel Rio war für mich immer so ein totales Highlight-Ziel. Und dann waren wir da und dachten uns so, ja, war gut, müssen wir aber nicht nochmal machen. Also sowas hat man natürlich auch, ne? Ja, klar. Jetzt habt ihr wahrscheinlich über die 117 Tage keine Wetterstatistik angefertigt, aber so mal so ungefähr, wie wart ihr meist zufrieden mit dem Wetter oder war es dann auch mal so, dass man dachte, naja, hätte es besser sein können? Also ich glaube, wir hatten oft wirklich sehr viel Glück, weil ich bin jetzt auch kein Wetterfrosch und kenne mich jetzt auch nicht damit aus, wie das Wetter immer überall so ist, ne? Aber als wir jetzt im Winter in der Südsee zum Beispiel waren, da war ja Regenzeit. Das ist halt so. Und wenn es dann mal regnet, dann regnet es halt. Deswegen, also viele waren dann auch immer so, oh Gott, es regnet und hü. Aber ich meine, Regenzeit halt, ne? Und dafür ist da ja auch alles so schön grün und es ist ja trotzdem auch warm. Also da hatten wir schon so 1, 2, 3 Regentage mal dabei oder halt auch so, dass da nicht die Sonne super krass geschienen hat, aber es war zumindest trocken. Uns kam das dann sogar manchmal entgegen, weil wir halt schon so viel Sonnenbrand hatten, dass es ganz gut Oh. war, wenn die Sonne nicht mehr geschienen hat. Ja, also wir Deutschen mit unserer Haut sind dann doch ein bisschen überfordert, deswegen immer schön eincremen. Ja. Genau, aber also ich würde sagen, wir hatten eigentlich immer total viel Glück. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, aber ich habe auch total oft die Frage mit dem Wellengang bekommen. Da hatten wir auch super viel Glück. Also wir hatten irgendwie die höchsten Wellen, die wir hatten, waren so 4, 5 Meter, was jetzt für Leute, die sich da, glaube ich, ein bisschen auskennen, wirklich Pipifax ist. Also wir haben Ja. Geschichten gehört von noch von der Kara oder sowas bei ihrer letzten Reise, wo 10 Meter Wellen waren, wo dann wirklich alle im Fitnessstudio schlafen mussten, weil ne, keiner mehr irgendwie sicher war. So war das bei uns überhaupt nicht. Es hat halt ein bisschen gewackelt, wenn man da sehr empfindlich ist. Also Markus musste auch meine Reisetablette nehmen. Das möchte er natürlich ungern, dass ich das sage. Aber er musste dann auch mal eine nehmen. Aber dann ist auch wieder gut. Ne? Also es war wirklich, wir hatten, glaube ich, mit allem ziemlich viel Glück, was so das Ja, Wetter und so super. angeht. Jetzt ist man ja bei AIDA normalerweise nur darauf eingestellt, dass Gäste vielleicht mal 2 Wochen bleiben, eine Woche, 2 Wochen. Dementsprechend ist es dann natürlich normalerweise so, dass sich dann das Essen wiederholt und auch natürlich die Shows. Wie ist denn das jetzt so bei euch gewesen über 4 Monate? Merkte man dann so alle 2 Wochen so, oh, jetzt hast du wieder das Essen von vor 2 Wochen oder wie haben die das gelöst? Doch schon. Also es ist nicht so, dass es sich irgendwie in regelmäßigen Abständen wiederholt. Ich weiß nicht genau, welcher Plan da dahinter steckt, aber dann hast du halt heute USA und in 4 Tagen wieder USA und so. Also das wiederholt sich natürlich schon. Auch für alle. Also wirklich, wir fanden das Essen wirklich super. Wir konnten uns überhaupt nicht beschweren. Es hat alles super geschmeckt. Klar hat man mal irgendwie, dass man weniger findet, weil man zum Beispiel beim Thema Frankreich nicht so gerne Schnecken isst oder sowas. Aber wir haben, also wir sind nicht verhungert. Ich glaube, wir sind alle irgendwie mit 5 Kilo mehr nach Hause gegangen. Wir Oh können da ja. echt gar nicht meckern. Ja, ich hatte ja eigentlich den Plan, dass ich ein bisschen abnehmen will wegen der Weltreise. Hat nicht so gut funktioniert. Habt ihr euch schon getraut zu wiegen tatsächlich, oder? Nee. Also Markus ja und ich glaube die anderen auch, aber ich mache das einfach nicht. Ich lasse das einfach sein. Weil ich dachte mir auch, am Ende, ich dachte mir auch, es nützt ja nichts, sich zu ärgern, weil das Essen ist lecker, warum soll man sich dann da noch so ne, zurückschränken irgendwie? Dann genießt man es halt und dann kommt ja auch wieder eine andere Zeit. Wie ist es nicht nur das Essen, wie ist es so mit den Shows gewesen? Mit den Shows, ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich muss halt sagen, ich habe mir die echt nicht so oft angeschaut, weil eben, ne, ich meine, dann hat man halt zweimal eine Aber-Show, die würde ich mir auch auf einer 2 Wochen Reise nicht angucken, ehrlicherweise, weil ich dann einfach lieber mein Buch lese oder so. Ja. Also ich finde, man kann generell sagen, dass das Programm natürlich auch eher auf das ältere Publikum zugeschnitten war, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Deswegen, also kann ich nicht so viel zu sagen, weil war ich nicht so viel da. Was wir aber Ja. wirklich super fanden, waren halt teilweise die Edutainer, weil wir hatten ja zum Beispiel auch mal 10 Tage kein Internet und kein Fernsehen. Und dann waren wir natürlich ganz begeistert, dass wir doch so tolle Edutainer an Bord hatten. Da hatten wir zum Beispiel auch einmal den Uli Kunz von Terra X, den wir alle wirklich sehr, sehr mochten und sehr gefeiert haben, weil das natürlich, der hatte total schöne Videos und so dabei.
Und sowas war dann natürlich nochmal ein echtes Highlight. Ich habe das Gefühl, das ist auf kürzeren Reisen nicht so, dass jetzt so krasse Leute dabei sind. Wir hatten auch den Stefan Aust, den Ex-Spiegel-Chefredakteur und sowas. Ja, deswegen, das war schon ziemlich cool. Und da haben wir uns die Videos eigentlich auch immer dann noch im Nachhinein noch dreimal auf dem Fernseher angeguckt. Ja, und wurden da auch insgesamt mal Aktivitäten angeboten, die es so auf normalen Reisen sonst nicht gibt? Ich habe Gästechor, habe ich gelesen zum Beispiel. Es gab einen Gästechor, ja. Also ich muss halt sagen, ich habe vieles so zum ersten Mal gemacht, deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, ist das auf anderen Reisen so, weil wie gesagt, ja, Setze ich mich mit meinem Buch aufs Pooldeck und dann war es das. Es gab also Kreativtreff habe ich zum Beispiel jetzt zum ersten Mal mitgemacht, ne, weil wir haben da oft einfach auch ein lustiges Kaffeekränzchen draus gemacht. Da konnte man dann auch seine Strickmützen stricken und Mandalas malen und so. Also das fand ich total toll, da waren wir dann öfter mal. Und sonst, also es gab natürlich super viel Shuffleboard XXL und Shuffleboccia und Sockengolf und was weiß ich. Also da gab es schon sehr, sehr viel. Ich glaube, es war jetzt nicht arg anders oder so wie auf einer normalen Reise, sag ich mal. Mhm. Genau, aber dadurch, dass man ja auch irgendwie dann mit den Leuten viel closer war, war das dann immer wie so ein netter Kaffeeklatsch, wenn man halt zum Sockengolf geht und man trifft seine ganzen Freunde und das ist natürlich auch viel lustiger, ne? Das heißt, ja, na klar. Kann man nicht so richtig vergleichen, ja. Was ich eine ganz interessante Frage finde, die hat Lydia Staudinger gestellt, die fragt sich, ob sich die Stimmung im Laufe der Reise verändert hat. Ja, doch. Also ich muss sagen, ja, doch. Also ich muss sagen, ich will halt auch immer gar nicht irgendwie so jetzt negativ sein oder sowas, ne? Weil wir hatten wirklich leider sehr viele Nörgler und Nörglerinnen an Bord, was ich mir niemals hätte vorstellen können, weil es so eine tolle Reise war und dass dann manche Leute wirklich sich nicht mal an sowas erfreuen können, hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber also deswegen ganz am Anfang hatte ich eher das Gefühl, dass die Stimmung wirklich schlecht war, also am Anfang, ne? Weil gerade am Anfang? Ja, gerade am Anfang irgendwie, aber vielleicht lag es auch daran, dass einfach so unterschiedliche Menschen halt zusammenkamen und dann irgendwie, ne, man muss sich erstmal aneinander gewöhnen und man muss sich auch erstmal so einspielen, weil es ist eben so, ich bin ja nicht nach 2 Wochen weg, ne, ich muss ja damit jetzt irgendwie mehr oder weniger 3,5 Monate dann noch leben, wenn ich losgefahren bin. Ja, ne? Klar. Deswegen, also ich hatte das Gefühl, am Anfang, da gab es auch wirklich mal viel Clinch, dass irgendwie, keine Ahnung, am Buffet wurde geschubst und gedrängelt und auch nicht nette Sachen gesagt und sowas, was ich auch vorher noch nie erlebt habe. Aber ich hatte das Gefühl, das wurde während der Reise besser. Ich glaube, es wurden dann auch alle ein bisschen entspannter. Und so wie wir Jüngeren uns vielleicht auch manchmal ein bisschen über die Älteren echauffiert haben, haben wir dann halt irgendwann drüber gelacht. Ne? Also da gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran. Ja, man nimmt das dann halt einfach mit Humor. Eine andere Frage, die Lydia gestellt hat, fand ich auch interessant. Wart ihr von der Kleidung her, die ihr mitgenommen habt, richtig vorbereitet? Oder hättet ihr am Ende weniger mitnehmen können eigentlich auch oder mehr oder fehlte am Ende was? Also oder ich muss mich da mal selber loben, weil ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich ziemlich gut gepackt. Genau, sehr gut. Also kleiner Funfact am Rande, weil Markus hatte ja irgendwie 40 Paar Socken und 40 Paar Unterhosen eingepackt. Und ich hatte gesagt, Alter, wo sollen wir das alles hin tun? Du lässt die Hälfte davon zu Hause. Und am Ende war ich dann die irgendwie ihre Socken 5 Tage tragen musste, weil ich nicht genug dabei hatte. Deswegen, also man sollte sich da nicht vertun, weil es gibt ja schon auch kältere Häfen und sowas. Ne? Also dass man dann wirklich doch mal vielleicht noch einen Strickpulli mehr mitnimmt oder so, das hätte ich auch machen können. Aber ich bin echt sehr gut mit allem hingekommen. Ich habe auch schon mal gehört, ne, was wir halt mitgenommen hätten, wenn wir es irgendwie vorher gewusst hätten. Was man vielleicht nicht unterschätzen sollte, sind wirklich sowas wie UV-Shirts, weil man kann sich einfach nicht 20 Mal eincremen, das funktioniert nicht. Und sowas wie UV-Shirts hätten wir dann vielleicht echt mitnehmen können, aber da habe ich vorher einfach gar nicht dran gedacht. Auch ein interessanter Kommentar kam, den hast du auch schon gelesen auf Facebook, habe ich gesehen. Martin Stelzer hat nämlich geschrieben, 117 Tage auf Aida Mar, da wäre ihm das Schiff zu klein und zu langweilig. Ja, ich meine, ich habe ihm geantwortet, wenn das jetzt ein großes Schiff mit Wasserrutsche gewesen wäre, dann das wäre ja nicht groß anders. Nur, dass du gehst ja dann auch nicht jetzt da auf die Wasserrutsche. Also ich würde denken, eine Weltreise kannst du durchaus mit einem noch kleineren Schiff auch völlig problemlos machen, oder? Oder ist also, ist es mal gewesen, dass ihr jetzt gesagt habt, das ist das völlig falsche Schiff dafür? Nee, ne? Im Gegenteil. Nee, also ich kann natürlich auch immer nicht so viel über die noch größeren Schiffe sagen, weil ich bin bis jetzt nur mit Ma und Co. gefahren. Also ich bin noch nie mit einem größeren Schiff gefahren. Ich kann mir auch vorstellen, auf so einem noch kleineren Schiff, jetzt irgendwie wie mit der Aura oder mit der Kara, man ist natürlich noch familiärer zusammen, weil die Gruppe noch kleiner ist irgendwie. Ne? Aber ich finde auch, also mit der Ma, das war wirklich perfekt, weil du hast irgendwie alles, was du brauchst. Es wird auch in dem Sinne nicht langweilig. Also ich kann halt zu jedem immer nur sagen, sucht euch halt irgendwie ein kleines Projektchen oder so. Ne? Wir hatten wirklich auch so viele Leute, die toll gemalt haben an Bord und so, die irgendwie auch Sachen gebastelt haben, gestrickt haben und so. Also so ein Projekt ist ja perfekt auf so einer Reise, weil man einfach mal die Zeit hat.
Und sonst wirklich, also ich fand das mit der Ma perfekt. Es hätte eigentlich nicht besser sein können. Und ich habe in einem der ersten Videos nochmal gesehen, dass du gesagt hast, Mensch, du freust dich da immer viel Sport machen zu können, weil man dann keine Ausrede mehr hat, weil das Sportstudio ist ja immer in der Nähe. So. Aber am Ende findet sich wahrscheinlich dann doch eine andere Ausrede. Ne? Nee, also tatsächlich, ich habe das, also muss natürlich immer jeder wissen, ne? Mir macht Sport jetzt nämlich auch nicht so arg viel Spaß, aber ich merke halt einfach, dass es mir gut tut, gerade wenn ich mehr esse als sonst. Und deswegen, also Markus, der hat das auch krass durchgezogen. Ich bin eigentlich auch immer zum Sport gegangen. Ich war halt leider ein paar Mal ein bisschen sehr erkältet, immer nach den Wanderungen, deswegen lasse ich das mit dem Wandern jetzt wahrscheinlich besser sein. Aber ne, also sonst, wir sind wirklich immer zum Sport gegangen. Auch viel zu den Kursen einfach, weil es so easy ist, mal irgendwie noch vorm Abendessen zum Abendessen. Hörst du mich noch? Es hängt ja gerade wieder. Ja. Hörst du mich noch? Ja. Weil ja. Ich hänge. Aber kannst du mich noch sehen? Ja, alles super. Okay, jetzt habe ich vergessen, wo ich war, weil ich dachte, es hängt gerade wieder. Vom Abendessen, ich habe viele Kurse gemacht und dann konnte man nochmal vorm Abendessen auch nochmal gehen und ja. Ja, genau. Also die Kurse waren halt auch super und wenn man dafür dann nicht nochmal extra bezahlen muss, ist es schon ganz schön, wenn man da nochmal hingehen kann. Na klar. Nun ist so eine Weltreise ja natürlich auch für die Reederei eine extrem komplexe Geschichte. Und da ist es dann so, dass eigentlich Pannen jeglicher Art sind insofern immer ein Problem, weil das wie so Dominosteinmäßig hat das dann Effekte irgendwie auch auf den Reiseverlauf. Und ja, so ganz ohne Pannen ging es dann auch auf der Weltreise bei euch nicht, ne? Nee, also ich habe mich gefragt, ob das auf anderen Weltreisen vorher auch schon so war, weil irgendwie hatte ich nicht das Gefühl. Aber uns ist ja schon so einiges zugestoßen. Also am Anfang dachte ich immer, boah, wir haben mit allem so ein mega Glück und so. Aber ich glaube, für uns das größte Unglück und Anführungsstrichen war dann halt schon mal, dass wir unsere neue Lieferung von Lebensmitteln halt nicht aufnehmen konnten. Und wie du sagst, das hat sich dann wie so ein Domino-Effekt halt fortgezogen irgendwie. Dass wir wirklich, also in einem Hafen wurde gestreikt, dann war das im falschen Hafen, dann irgendwie haben die das ganze Zeug dann von Hamburg aus oder so mit dem Flieger geschickt und so. Also da hing wirklich viel dran. Wir sind natürlich alle nicht verhungert, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also uns ging es die ganze Zeit gut. Aber das war schon sowas, deswegen, also wegen dieser Lieferung, die da wir halt nicht aufnehmen konnten, mussten wir zum Beispiel in der Südsee halt nochmal eine extra Runde drehen, weswegen dann zwei Inseln ausgefallen sind. Aber das ist halt wirklich so, ne? Also ich meine, wir wären ja auch alle nicht gerne ohne Essen weitergefahren. Ja, klar. Deswegen, sowas passiert halt, ne? Und ich meine, wir müssen auch alle bedenken, irgendwie, wir haben Lieferengpässe auf der ganzen Welt. Wir haben immer noch die Auswirkungen von der Pandemie. Deswegen, sowas passiert auch einfach. Und ist auch ein bisschen, also ne, man kann dann auch an Bord so scherzeln, was man halt so erlebt. Das hätte man ja auf so einer normalen Reise wahrscheinlich auch nicht erlebt. Nee, genau. Hat man gleich wieder mehr zu erzählen sozusagen. Aber genau. Das hat die Stimmung dann wahrscheinlich in dem Moment nicht so besser gemacht, ne, oder? Och, also ich muss sagen, also es gab immer so Sachen, ne, dass man irgendwie auch mal später am Hafen eingelaufen ist als geplant oder sowas. Ne. Das klar hat das immer nicht so richtig geholfen. Ich fand, generell wurde das immer gut aufgenommen. Ich fand aber auch, dass unser Kapitän das eigentlich super gemacht hat. Der hat auch immer erklärt, woran es liegt und so, weil ganz oft lag es auch einfach nicht an uns, sondern dass zum Beispiel auch in Südamerika, dass die Behörden da auch einfach alle ein bisschen sehr penibel sind, so ne, zum Beispiel. Oder auch in Australien hat manches da wirklich sehr viel länger gedauert, als man dachte. Deswegen, also ich glaube, da war die Stimmung eigentlich, ich meine, klar hat man immer ein paar Leute, die halt meckern, aber das tun die auch über andere Sachen. Deswegen, da war die Stimmung eigentlich immer okay. Ich würde halt sagen, nur so, wo es dann halt ein bisschen nicht so gut mit der Stimmung war, war natürlich, als die Osterinsel ausgefallen ist. Das war natürlich für alle so ein bisschen sehr tragisch, weil da kommt man ja auch nicht so schnell wieder hin. Ja. Aber man lernt damit irgendwie umzugehen. Ne? Weil wie du sagst, es ist eine Weltreise. Das wurde auch immer dazu gesagt. Ne? Man kann mit vielem auch nicht rechnen. Deswegen, das gehört halt auch irgendwie dazu. Ist halt auch ein Abenteuer. Ja, ja, klar, klar, klar. Jetzt hat uns ja in den vergangenen 3 Jahren ein Thema leider Gottes immer wieder beschäftigt, und zwar Corona. Nun fand die Reise jetzt ja eigentlich statt da ohne Maskenregeln. Aber das ließ sich, glaube ich, nicht die ganze Zeit aufrechterhalten, ne? Nee, genau. Also ich meine, wir sind ja losgefahren. Vorher musste noch jeder einen Schnelltest machen, ne, was, glaube ich, komplett zu verstehen ist, dass man irgendwie ne, alle gesund draufgehen. Sonst gab es aber keine Beschränkungen. Aber ich glaube, uns allen war eigentlich klar, dass wir halt schauen müssen, wie es sich entwickelt. Ne? Weil klar, wir gehen an den Häfen raus, wir müssen halt gucken, ob sich da irgendwer was einfängt und ne, das. Es ist halt einfach nicht vorbei. Der Virus ist immer noch da. Und auch wenn jetzt irgendwie in Deutschland ne, alles wieder easy ist und wir, glaube ich, auch nicht mehr so Angst haben müssen, andere Länder sehen das halt noch anders. Gerade wenn da so TouristInnen irgendwie aus aller Welt reinkommen, gerade auch Australien oder halt auch die Osterinsel, die sind da sehr, sehr strikt. Und da muss man dann halt auch einfach mit damit umgehen lernen. Ne, man hätte ja sonst auch sagen können, gut, dann mache ich es nicht jetzt, sondern ich mache es erst in 5 Jahren oder so, wenn ich weiß, es ist wirklich alles wieder safe.
Aber wir haben damit gerechnet. Ich muss auch sagen, als wir die Reise dann gebucht hatten, ich habe immer noch eine Weile abgewartet, weil ich immer so dachte, na, findet das jetzt statt, findet es nicht statt. Ja, ja. Deswegen also unter den Vorzeichen wussten wir, glaube ich, eigentlich alle, was uns erwartet. Deswegen also, dass dann auch mal Masken getragen werden mussten, fanden wir persönlich überhaupt nicht schlimm, weil es war ja, ne, wir wissen, irgendwie, wir wollen in Australien rein, da zieht man die Maske dann eigentlich gerne auf. Ja. Ich würde gerne noch mal eine private Frage stellen. Wie ist das für euch so dann als Paar gewesen? Ich meine, du hast gesagt, Einzimmerwohnung, früher auch schon viel und lange so zusammen gewesen. Aber jetzt so lange und so eng wart ihr wahrscheinlich vorher auch noch nicht so zusammen, oder? Doch, tatsächlich. Also ich auch muss schon. Echt sagen, ja, also das war so, wir haben halt ganz, ganz lange eine Fernbeziehung geführt. Dann ist Markus zu mir gezogen nach München. Das war eigentlich auch nur so ein Übergangsding, weil wir dann natürlich in eine größere Wohnung ziehen wollten. Und dann kam Corona. Deswegen also so richtig ungünstig eigentlich, genau. Aber wir haben halt wirklich in der Zeit, wir hatten wirklich so eine 32 Quadratmeter Wohnung, also wirklich mit so einem Zimmer. Mhm. Und in der Zeit mussten wir beide von zu Hause aus arbeiten. Ich hatte eigentlich nur einen Tisch, ich hatte nur einen Stuhl. Deswegen, also wir sind es gewohnt, mit irgendwie Herausforderungen umzugehen. Und dann auf dem Schiff ist es, was das angeht, eigentlich nochmal luxuriöser, weil man ja wirklich sich woanders hinsetzen kann. Deswegen, also für uns war das jetzt gar nicht irgendwie eine harte Probe oder sowas. Eigentlich gar nicht. Es war halt eher, dass man, ne, schauen muss, wie er das mit der Arbeit organisieren kann und so. Das geht dann natürlich anderen nicht so, die das Problem nicht haben. Aber uns jetzt selber hat es nicht auf eine Probe gestellt. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie bei anderen Pärchen, mit denen wir befreundet waren, jetzt irgendwie auch eine harte Probe war oder so. Also im Gegenteil. Man muss halt schauen, dass man auch mal was getrennt voneinander macht, weil klar, wenn man auf 13 Quadratmetern eingesperrt ist, dann ist es nochmal was anderes. Aber man unternimmt ja immer auch was mit anderen. Deswegen, also so war das gar kein Problem für uns. Okay. Und ja, ihr habt ja nun berichtet auf eurem YouTube-Kanal Remote Lifestyle. Ich verlinke ihn da gleich nochmal. Habt ihr die Videos dann vom Schiff immer hochgeladen oder wie habt ihr das gemacht? Also, ja, also gerade so in Südamerika war das Internet wirklich so schlecht, dass da eigentlich gar nichts ging im Internet. Ja. Ich habe dann oft, also wir hatten dann immer eSIMs halt in dem jeweiligen Land, einfach so eine elektronische SIM-Karte, sag ich mal. Darüber haben wir das dann öfter gemacht. Markus hatte auch von der Telekom so ein Riesenpaket. Also man muss ja immer schauen, dass man auch erreichbar bleibt. Deswegen, Klar. Da haben wir das dann immer über solche Sachen gemacht. Aber tatsächlich am Ende war das Internet dann auch so gut, dass ich das auch übers Schiff hochladen konnte, ja. Oh, Donnerwetter, ja, okay. Ist das jetzt ein Kanal? Hast du vor, das da so ein bisschen jetzt weiterzuführen? Oder ist das jetzt so mit der Weltreise, abgesehen davon, dass jetzt noch Videos da online gehen, ist das da jetzt dann erstmal beendet? Nee, also ich habe schon vor, ein bisschen weiterzumachen. Es ist natürlich, ich verstehe, dass irgendwie total viele halt an der Weltreise ein Rieseninteresse hatten. Deswegen verstehe ich auch, ne, dass ich jetzt irgendwie nicht über sonst was erzählen muss, weil es einfach keinen interessiert. Aber ich habe natürlich auch mich schon mal so ein bisschen umgehört. Und da waren auch ganz, ganz viele, die halt meinten irgendwie, nee, und mach doch weiter. Und es war so schön, dir immer zuzugucken und so. Das fand ich natürlich total süß, weil ich habe da niemals mit gerechnet. Ich wollte ja, ne, wie gesagt, das so als Projekt machen. Aber mir macht es auch total viel Spaß. Deswegen gehe ich da eigentlich schon von aus, dass da noch irgendwas kommt, in unregelmäßigeren Abständen wahrscheinlich, weil ich muss auch mal wieder ein bisschen arbeiten und mache das ja auch nebenbei. Naja, aber klar. Auf jeden Fall, irgendwie wird es da schon noch weitergehen. Genau. Bist du schon wieder bei der Arbeit jetzt, oder? Nee, zum Glück nicht. Also andere haben ja wirklich den nächsten Tag direkt gearbeitet. Puh, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Ich muss am Montag wieder ran, bin jetzt aber auch bereit, quasi dann wieder loszulegen. Aber ich war auch ganz froh, jetzt noch über die Woche noch mal ein bisschen durchschnaufen. Und wie gesagt, hier sieht es so schlimm aus, dass wir auch noch einiges zu tun haben. Deswegen, da wird die Zeit auf jeden Fall auch noch benötigt, sag ich mal. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Also schaut auf jeden Fall mal rein auf dem Kanal von den beiden und solltet ihr natürlich auch auf jeden Fall abonnieren. Ja, vielen Dank, Noelle, dass du uns ein bisschen was erzählt hast. Und jetzt müsste ich normalerweise Tschüss sagen. Aber ich glaube, es geht ein bisschen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, so geht es. Tschüss! Nein? Nee, nicht. Vorlage war zu gut, aber nee, kann ich, glaube ich, eine ganze Weile nicht mehr hören. Das ist ja so der Danny, der Entertainment Manager, das ist ja so ein bisschen so sein Markenzeichen. Tschüss! Ja, und dann, ja. Tschüss. Ja, nee, natürlich, ich wusste sofort, was du meinst. Also in diesem Sinne, ne? Danke dir und alles Danke Gute dir. Euch erstmal. Gut, tschüss. Danke dir, tschüss.